Auf der Spark Art Fair präsentieren Sie gleich zwei neue Serien. Die wir hinter Ihnen sehen, heißt Das gefaltete Universum. Was hat es mit dieser Serie auf sich? Bei dieser Serie, Das gefaltete Universum, habe ich von einer wissenschaftlichen Idee inspiriert. Heißt der F-dimensionale Universum. Und ich finde, es ist schön, wenn wir Philosophie und Kunst und Wissenschaftler nicht als getrennter Bereich sehen können. Ich habe auf die Malerei Epoxyharz geschmiert. Es macht die Leinwand formbar und es macht die Farbe mehr frisch. Und das ist eine Malerei, gleichzeitig ist auch eine Skulptur. Ihre zweite Serie heißt Freifliegende bunte Gedanken. Für diese Serie haben Sie Acrylfarben verwendet. Ich möchte durch meine Malerei meine eigenen Geister erweitern. Hier habe ich mit Acryl mit sehr viel Wasser gemischt. Mit dieser Technik kann ich den fließenden Effekt von Wasserfarbe auf Leinwand bringen.